Aus der Küche ist Ihnen dieses Phänomen wohl bekannt. Wasser und Fett lassen sich nicht mischen. Die Fettaugen schwimmen auf der Suppe. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind Fettmoleküle hydrophob? Nun, die Ursache liegt in ihrem Molekülbau. Die Bindungen im Fettmolekül sind unpolar. Betrachten wir nun ein Fettmolekül genauer. Die CO-Bindungen sind polar. CH-Bindungen sind dagegen unpolar und betrachtet man nun die Ausdehnung der unpolaren Regionen im Vergleich zur Ausdehnung der polaren Regionen, so wird man leicht erkennen, dass Fettmoleküle unpolar sind. Deshalb sind die Fette hydrophob. Ein natürlich vorkommendes Fett besteht nicht nur aus einer Molekülsorte, ist also kein Reinstoff, sondern ein Stoffgemisch. Deshalb haben natürlich vorkommende Fette meist auch keine einheitlich definierten Schmelz- und Siedepunkte, sondern lediglich einen Schmelz- oder Siedebereich. Bei welcher Temperatur ein Fett schmilzt oder siedet, hängt von den zwischenmolekularen Kräften ab. Betrachtet man die Moleküle genauer, stellt man fest, dass bei Fetten sowohl Dipol-Dipol-Wechselwirkungen als auch Van der Waals-Kräfte auftreten. Da sich verschiedene Fette nur in den Fettsäureresten unterscheiden, beruhen die Unterschiede in den Schmelz- und Siedebereichen auf den Van der Waals-Kräften. Hier gilt folgender Zusammenhang. Der Schmelzbereich ist umso niedriger, je mehr kurzkettige und ungesättigte Fettsäuren das Fett enthält, weil durch die kurzen Ketten die Moleküloberfläche genauso kleiner wird wie durch die Doppelbindungen und die daraus resultierenden Knicks in den Molekülketten. Für die menschliche Ernährung lässt sich somit folgender Zusammenhang ableiten. Bei Raumtemperatur flüssige Fette haben eine niedrigere Schmelztemperatur als zum Beispiel Butter, weil sie mehr ungesättigte Fettsäuren enthalten, die als besonders gesund gelten.